Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario Galaxy 2. So. Wir müssen jetzt noch allerletztes Mal eine Mission machen, die ich schon mal gemacht habe, aber noch nicht im Let's Play. Und zwar hier in der Klappstadt Galaxy die zweite Mission. Wenn wir die haben, dann können wir endlich in eine neue Galaxie gehen. Oh, guck mal, für die habe ich auch nur 2 Minuten gebraucht anscheinend. Fast, okay, 3 Minuten. So. Okay. Ich versuche mir meinen Highspeed. Nehmen wir jetzt erstmal falsch graben. Nice. Und wieder falsch graben. Denn wir müssen da drüben rein. So. Ah, jetzt müssen wir hier bestimmt. Warum bin ich eigentlich immer falsch? Und da. Ich weiß, dass es gerade eine extra Mission war, aber ich glaube, ich bin mir okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die früher gemacht habe oder nicht, aber die sind auf jeden Fall nicht nötig und meistens schaffe ich die nicht. Ha, da hinten ist ein Leben. Das wollte ich mir jetzt nehmen. Du bist auf meiner Seite ist. Ja. Wirklich? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin nicht aus dem Kompetenzraum gefallen. Nein, ich wollte einfach nur wissen, was auf der anderen Seite ist. So. Und dahin. Ich wollte einfach nur wissen, was auf der anderen Seite ist. So, und dahin. Und dann gehen wir hier rüber und in den Stern. Und jetzt sind wir schon hier. Und jetzt müssen wir wohin? Ah, bohren. Bohren. Ah, ich weiß schon, was das für eine Mission ist. Ups. Also müssen wir hier bohren. Yay. Und jetzt hier? Oder ist das falsch? Oh. Ah, verdammt. Hier bohren. So. Wo sind wir jetzt? Hier oben drauf. Ja, hier müssen wir jetzt weiter bohren. Da das falsch war, gehe ich davon aus, dass wir hier hin müssen. Hier ist auch falsch. Nice one. Also müssen wir zum letzten. Oh, ach, das hätte ich mir auch denken können, dann komme ich da oben raus, ne? Oder? Also da. Ja! Und dann ab in die Röhre. Hätte ich vielleicht ein bisschen besser bohren können, aber egal. Okay, es hat sich in der letzten Folge hat sich das doch auf das hier bezogen, aber egal. Tschüss. Hat er schon einen Boss? Ja, doch, gerne schon einen Boss. Wir müssen aber einen Boss auch in dieser Welt-Dings schon hatten, denn es gibt normalerweise ja immer einen Boss, glaube ich. Lass mich rüber. Und dann hätten wir alle. Da haben wir den letzten durchsichtigen Stern. Erstmal. Und bam! Yay! So. Boah, ich bin sehr viel langsamer gewesen, weil ich die ganze Zeit falsch gebohrt habe. Und dann ab in the next galaxy! Und das ist. Moment, warum haben wir hier eigentlich keine. Achso, weil der. Komm mit euch da. Entweder wir gehen in die Glitzerstrandgalaxie oder in die Ketten und Fabrik. Wir gehen in die Kettenhundfabrik. So. Kettenhunde. Ich glaube, da gibt es so eine Mission, die ich kenne noch. Die Heimat der goldenen Kettenhunde. Yep. Yep, yep, yep. Oh, da habe ich auch gerade schon so mechanischen Roboter. Oh, nee. Gibt es wie so eine Müllsammlungs.
Oh, bitte nicht. Bitte nicht wieder so eine Müllsprengungsscheiße. Oder war es im ersten Teil? Nee, es war schon im zweiten Teil, oder? Oh mein Gott, das ist so lange her. Einen Leute gibt es hier überall. Komm, sprechen wir einmal einen an. Hey! Was sagt denn der? Wenn du Zeit für ein Plöschchen hast, dann hast du auch Zeit genug dafür, die Ketten unter den Zack zu halten. Hätte ich doch lieber nicht reden sollen. So. Sorry für die Stiegnachricht. Oh, oh. So. Ey. Ey. Also da kann man gar nicht hoch. Ups. Ups. Ja. Kometenmünze. Nein, 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 oh, oh. Wurde eben voll rausgebracht durch die Teamnachricht. Ach so, lol. Ich muss da hinten gar nicht hin. Komm her. Ach so, lol. Also, sag ich doch einer früher. Ich muss den Schalter wieder deaktivieren. Oder? Muss ich nicht? Was soll ich denn machen? Holy shit. Meine Aufgabe ist es, dieser Mulde freizuhalten. Bitte weitergeben. Hä? Was zum... Was muss ich tun? Dann kann ich das irgendwie runter machen? Aha, jetzt weiß ich, wie es geht. Nee, hä? Doch. So geht das. Gut, gut. Auch wenn man das auch nicht braucht zum Checken, habe ich gerade so, ja, guten Tag. So. Oh, Mini-Kettenhündchen. Aua. Böse Mini-Kettenhündchen. Außer Bowser ist mir jetzt alles recht. Münzen, Bowser. Und jetzt müsste einmal Leben sein. Dann wäre es auf jeden Fall zufällig. Pech. Ich will rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Hallo. Danke. Oh, ich lebe ja noch. Ich hab vergessen, dass man da nur rausspringt. Ich dachte, ich wäre instant down. So. So. Münzen, Leben und Münzen. Da, dafür habe ich diesmal richtig schön viel Glück. So. Aua. Okay, das geht doch. Haha. So, was ist denn hier los? Tschüssi. Gib mir die Sternenteile. So. Ein Kettenhund. Ach so, stimmt, das war dieses. Hey.
dann. Yay! Ein Sternenring. Und wieder ein paar Sternenteile. Oh, jetzt kommt es zum großen Dingsens, Bumsens. Und zwar Schalter aktivieren. Der setzt sich das große Ding in Bummens. Für wir Schalter aktivieren, sorry, egal. Ah ne, für spät auch. Oh. Nee, oder? Hä? Ich kann ja mal die Schalter aktivieren. Egal. Oh, guck mal. Okay. Krieg ich das hier runter? Ist hier irgendwo ein Schalter, oder? Aha. Komm mit goldener Kette, den Hund. Boah, diese Lavaströme. Oh. Da ist noch was, was ich draufstellen muss. Ups. Da muss ich wohl auch noch was draufstellen. Der Rest jetzt erstmal da selbst erledigt. Oder muss ich doch noch was machen? Nein, da muss ich nichts machen. Ups. Upsala. Kann ja mal passieren. Ich habe Folge 3, bin ich gerade eigentlich in Folge 4 oder in Folge 5? Ich bin gerade nicht sicher, wir hatten eine 20 Minuten Folge dabei, deswegen bin ich gerade sehr unsicher. Um 58 gestartet, also müsste das. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, Folge 4 oder 5 von dieser Aufnahme, ne? Das ist gerade klar. Natürlich. Geh weg. Holy shit, das war knapp als gewollt. Und boah, ich weiß noch, wie ich damals. Ich hatte damals tatsächlich Probleme mit dieser Mission. Ich gebe es zu. Okay. Eine Sache schauen wir noch in der Folge. Bam! Badaba! Yay! So. Münzen, Sternteile und alles Mögliche. Oh, wir sind knapp vor der Burg. Oh. Mario, ein Brief für dich. Hilfe gesucht. Ich habe da ein Anliegen, für das ich deine Hilfe brauchen könnte. Komm zur Brüselbrock-Galaxie. Ich warte auf dich. Okay, Brüselbrock. Wo ist das denn? Ich würde sagen, dann machen wir das tatsächlich als nächstes. Wo ist denn die Brüselbrock-Galaxie? Ich denke nicht hier, oder? Nö. Hier sieht auch nichts aus wie eine Brüselbrock-Galaxie. Ich denke, das ist nicht hier. Ich denke, das ist vielleicht Singflug, Konigblüte, Kosmobucht. Brüselbrock! So. Moment mal, hatten wir Welt 2 geschafft und sind in Welt 3 gekommen, oder? Ich bin gerade echt nicht sicher. Ich muss mir gleich unbedingt immer anschauen, ob wir Welt 2 geschafft haben und in Welt 3 gekommen sind, oder ob wir Welt 3 geschafft haben und in Welt 4 gekommen sind. Weil wenn wir nur Welt 2 geschafft haben, dann habe ich jetzt voll viel gespoilert von Welt 4. Wäre jetzt schlecht. Also, ich sag ja nur. Dann müsste ich das Ganze hier anders aufnehmen. Aber wo könnte es jetzt eigentlich der Typ in Brüselbrock sein? Moment, ich mach einfach mal. Achso, ich muss alle Gegner besiegen, ne? So. Kannst du vielleicht zerstören? Ah ne, weil du die Kometenmünze. Könnt
Gibt der denn seine Brüste? Oder bin ich jetzt schon wahrscheinlich schon an dem vorbeigelaufen oder so? Wahrscheinlich war der direkt da vorne. Juhu! Hey. Ich will jetzt nicht die Mission immer spielen. Ich will ja eigentlich jetzt den Typen finden. Ich hoffe, der war echt noch nicht. Hey. Ah, guck mal. Kann ich nämlich die Gegner normal besiegen, ohne die Gefahr zu haben, runterzupullern. Kamera. Kamera, beweg dich woanders hin. Oh. So. Ja, ansonsten muss ich entweder diese Folgen hier später hochladen. Dann wiederhole ich mich, oder die Welt 3 kommt bei mir nach Welt 4. Oder? Gib mir! Alter, im Ernst jetzt? So. Bam! Haben wir's! Vielleicht war es ja auch ganz okay. Vielleicht war ich gar nicht, habe ich gar nicht so krass gefällt, wie ich sonst immer fällte. Wo ist denn der jetzt? Da! Aha! Du bist ein Powerstern, wenn ich nicht irre. Ich habe noch nicht einen Haufen Plunder entdeckt. Wie wäre es mit einem Tauschgeschäft? Ich hätte wirklich gerne eins dieser braunen Viecher. Wie wäre es also, wenn du mir einen hier hinbringst? Ist denn so einer? Der ist ja ein Müllsammler, kann er gerne haben. Oh, weißt du. Lass mich bitte. Dankeschön. Die Dinger kann ich erstmal theoretisch alle besiegen. Denn die brauchen wir nicht. Die hätte ich jetzt, wollte ich jetzt eigentlich auch besiegen. Also wirklich. Weil die kann man ja besiegen. Genau so. Und der Rumor wird ja auch plattgewalzt davon. Muss ich denn machen, damit ein Gumba. Muss ich hier irgendwas kaputt machen dafür? Muss ich irgendwas kaputt machen? Aua. Erstmal gegen eine Dornpflanze rennen. Bestimmt nicht weh. Oh. Das war vielleicht doch eher dumm. Ich dachte, dass ich das kann. Ich dachte, dass ich Ketten nur besiegen kann. Was denn da? Ganz viel Geld. So. Kann ich nicht zufällig aus der Röhre rauslocken, oder? Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Also, wieder rein. Aber ich glaube, hier will ich gar nicht hin. Wow. Oh, war das knapp. Sie müssen noch irgendwo Felsen geben, weil irgendwie muss ich hier einen Gumba hinbekommen. Aha. Ja, komm. Oh. Ja, komm. Komm schon. Oh, der ist schnell. Oh, ich nicht. Oh. Nice, Julian. Der hätte ich auch gar nicht hingemusst, wo ich gerade hingegangen bin. Das war ein Checkpoint. Da muss ich jetzt alle Gegner neu... Nein. Dafür sind wir schon bei 19 Minuten. Oh Mann, warum habe ich immer so, Überlänge? Jetzt weiß ich immerhin, wo es die Gumbas gibt. Und ich weiß, dass sie nicht langsam im Schlamm sitzen, ich dachte.
Bam. 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 Und bam. Erstmal alle weggereckt. So. Wenigstens versuchen Mario Galaxy 2 kann ich mit Gegner töten, nicht wie CSGO oder so. Nein. Man braucht auch zu Mario Galaxy 2 viel mehr. Ist ja auch viel schwieriger da. So, komm mal mit. Wo kommst du? Da bla bla bla. Ich hoffe, die Mission hat mir noch nicht. Yay! Yeah. Oh, was für eine Augen er hat. Vielen, vielen Dank. Klasse, wie versprochen, kannst du jetzt einen Vorstand haben. Fabelhafte Arbeit. Nice, das ist ein normaler. Geil, haben wir auch nicht. Nice. So, dann würde ich sagen, wenn dir gefallen hat, lass eine Pusswende da. Das war's von dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Oh, Moment, 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 Moment. Hier gibt's doch wohl noch was. Hier gibt's noch was. Nicht Pause, Julian. So. Es gibt doch was in der Folge. Anscheinend war es das nicht, sondern. Oh, sag bloß, hast du einen Hausmeister mitgebracht? Vielleicht finden wir ein lauschiges Plätzchen. So ein tatteriges Teil? Wie soll ich denn nur den anderen erklären? So. Jetzt war es, wenn es euch gefallen hat, dann lasst es kurz da und. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.